Vor ein paar Tagen hat er erfahren, dass er Papa wird und das beflügelt ihn so richtig. Nikica Jelavic ist der Mann der Woche bei Rapid. Am Dienstag ein Tor beim 3:3 in Klagenfurt und heute drei Tore beim 5:1 im Hanapi-Stadion gegen Altach. Willkommen zurück im Premiere-Fußballstudio. Bei mir natürlich weiterhin unser Premiere-Experte Andreas Herzog. Andi, Nikica Jelavic, der nächste Goalgetter bei Rapid? Er hat Anpassungsschwierigkeiten gehabt, hat am Anfang nicht so eingeschlagen, wie man sich erhofft hat. Aber jetzt, die Woche war für ihn, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn es so weitergeht, kann natürlich jeder bei Rapid zufrieden sein. Mit Ausnahme vielleicht von Jimmy Hoffa. Aber ich bleibe dabei, es ist für jeden Trainer wichtig, dass man drei Stürmer hat, die treffen. Und der Jimmy wird sicherlich seinen Weg machen. Rapid gewinnt also gegen Altach ganz klar mit 5:1 und der dreifache Torschütze heißt Nikica Jelavic. Bereits in der 8. Spielminute das 1:0, Vorarbeit von Hofmann, von Meierhofer und dann wieder von Hofmann. Ja, wie wir zuerst schon besprochen haben, dass man Steffen Hofmann nicht so frei stehen lassen kann. 20, 25 Meter zentral von da und dann sind halt Abroller und Jelavic ist dann zur richtigen Stelle, macht für ihn das 1:0. Und das war natürlich auch für ihn ein ganz wichtiger Schub. Nach einer Viertelstunde stand schon 2:0. Schrecklicher Fehler von Michel. Meierhofer setzt nach, Kavlak mit der Flanke und Jelavic zum zweiten Mal. Ja, natürlich ein Torhüterfehler, schießt den, kann den Ball nicht wegschießen, weil er hat verletzt am rechten Fuß. Aber eine sehr gefühlvolle Flanke von Kavlak und auch ein schönes Kopf da von Jelavic, aber normalerweise hätte das Turnier nicht mehr passieren dürfen. Ja, und dann hat er in der 66. Spielminute das 4:1 für Rapid erzielt. Nikica Jelavic nach Pass von Hofmann geht rein in den Strafraum, wird natürlich auch nicht attackiert, zieht ab und trifft zum 4:1. Er hat es ganz schön gemacht, aber Altach verliert den Ball im Spielaufbau und hier darf der Stückl auch nicht in Jelavic in den Strafraum reinkommen. Ich muss als Verteidiger versuchen, entweder den Stürmer abzutreiben vom Tor weg oder ich muss ihm außerhalb von Strafraum noch attackieren, wo er vielleicht im Notfall wohl einen Foul machen kann. Aber der Jelavic hat heute eine tolle Form gehabt und da war er nicht leicht zu stoppen. Ja, Andi Herzog hat es angesprochen, der hatte Anpassungsschwierigkeiten, aber jetzt scheint er sich in Wien so richtig wohl zu fühlen. Vielleicht auch, weil Mario Tokic sein Freund ist, ja, kenne. Ja, auf jeden Fall scheint ein neuer Superstar in Wien geboren zu sein, wenn auch nach 4 Monaten Anlaufzeit. Mario Tokic ist so nett und übersetzt uns das Ganze. Ist Nikica Jelavic der neue Superstar in Wien? Pa mislim da nisam zvijezda, nisam ni blizu zvijezde, ali dobro, na dobrom sam putu, sad 3 gola, nije loše. Ich denke, ich bin noch nicht ein Superstar, aber ich bin auf gutem Weg, das werden und heute 3 Tore ist sehr gut. Man sagt gerne fliegende Festung zu ihm, Flying Fortress, mag er das? Dobro, tako su me i u Hrvatskoj prozvali, jeli. A sad ovdje samo nastavljam taj niz zabijanja glavom. Hat das diese Nickname schon in Kroatien bekommen und heute war nur nächster Schritt. Gut, eines haben wir auch gesehen, ist uns aufgefallen beim Torjubel. Immer dieser Schnuller, die Vorfreude auf Vaterfreuden müssen ja riesengroß sein. Ja, das hat so vidjeli, dass sie svaki puta pokažeš ovo kao za Dobro, to je za moje dijete koje 3 mjeseca žena nosi, tako da to je njemu poklanjam ili njoj. Nikica Frau ist 3 Monate schwanger und die alle jetzige Tore und in Klagenfurt ist für Sohn oder Mädchen. Was weiß noch nicht, was ist. Na, jedenfalls alles Gute dafür. Ich nehme auch an, die Vorfreude aufs Derby wird groß sein. Wie groß, Mario, ist Ihre Vorfreude aufs Derby? Sie sind nicht gesperrt. Ja, Gott sei Dank, weil ich glaube, Jürgen, ich und Mika spielen schon ein paar Spiele mit 4 Gelben und Gott sei Dank, heute keiner hat Gelb bekommen und wir sind in Derby alle da und sicher ist eine große Freude und ich erwarte ein gutes Spiel. Sicher, das wird auch ein bisschen nervöses Spiel, aber ich denke, wir sind jetzt in einem guten Lauf und wir kommen in Horststadion ohne Angst und wir werden dort spielen, auch unsere Spiele. Ja, und man ist wohl auch Favorit. Mario Tokic, vielen Dank. Flying Fortress, Nikica Jelavic, vielen Dank. Dobro, Thomas Tukesic, bitte. Ja, dobro, dreimal Dobro heute, Nikica Jelavic, die fliegende Festung. Merkt man das auch an seiner Spielweise, diesen Spitznamen?
Naja, ich glaube, er hat jetzt heute einmal drei Tore geschossen, hat in Kärnten ganz gut gespielt und in den ersten Spielen habe ich noch nicht so viel davon gesehen. Also er muss es jetzt von Woche zu Woche bestätigen. Er hat jetzt endlich einmal positive Erfolgserlebnisse für sich selber gehabt und das wird jetzt in den nächsten Wochen natürlich für ihn einiges einfacher. Ja, etwas im Schatten von Nikica Jelavic steht heute Stefan Meierhofer, obwohl der auch zweimal getroffen hat, seine Saisontore 12 und 13 erzielt hat. Zum ersten Mal hat er zum 3:0 getroffen. Das war wohl die Entscheidung in dieser Partie. Vorarbeit Nikica Jelavic. Aber wir schauen ganz genau hin. Da hätte vielleicht gar nicht zählen dürfen an die Herzog Jelavic. Hier ganz knapp vorne war im Abseits. War ganz knapp vorne, war im Abseits. Aber es kann der Linienrichter nicht leicht sehen, weil eben auch Boskovic und Meierhofer reingelaufen sind. Und dann 2,2 Meter ist eine Riesenwaffe, eine Riesenstärke. Und den musst du einfach einsetzen. Ja, und dann hat er auch das 5:1 gemacht, hat also den Schlusspunkt gesetzt in dieser Partie. Stefan Meierhofer, Vorbereitung über die linke Seite, über Marcel Keteler und auch ein typisches Meierhofer-Tor. Und dann schauen wir mal auf seinen linken Unterarm an die Herzog und sehen, da ist was drauf. Da hat er sich ziemlich entstellt, selbst. Hoffentlich nicht selbst. Ich hoffe, dass vor dem Spiel mit einem Edding war, mit schwarzem Stift, dass er das wieder runterkriegt. Nein, ich meine, das muss jeder Spieler selber wissen. Er ist halt stolz drauf, er hat das stolz präsentiert und das war natürlich für ihn auch ein gutes Spiel, weil er zwei Tore geschossen hat und vielleicht macht er jetzt einen rechten Arm dann auch, dass er jedes Spiel was anderes präsentieren kann. Stefan Meierhofer, also verschönert oder doch nicht verschönert, naja, Ansichtssache, Herr Kühne, oder? Naja, schön jedenfalls seine Bilanz, denn Stefan Meierhofer trifft in 10 von 16 Saisonspielen. Ein Kollege aus Salzburg macht das nur in 9 Partien, Stefan Meierhofer. Worauf muss sich Marc Janko in dieser Saison noch einstellen? Ja, der Marc und ich verstehen uns außerhalb vom Platz auch und wir haben schon langsam eine kleine Wette laufen. Jedes Tor, was er schießt, kriegt einen Schlecker von mir. Mittlerweile sind es einige Schlecker geworden, die ich ihm mitbringen muss zum nächsten Termin, weil wir uns treffen. Hoffentlich bei der Nationalmannschaft. Und ja, ich lasse mich überraschen, was er mir schenkt. Na dann Mahlzeit auf jeden Fall. Manche, Stefan, haben es im Hinterkopf, manche haben es im Unterarm. Was haben Sie im Unterarm? Ja, ein Freund von mir hat mir ein kleines Geschenk gegeben. Das habe ich heute angezogen und er weiß, um was es geht. Und ich möchte mich recht herzlich bedanken. Das ist der Mario Feurer. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und gemeinsam Abendessen gehen. Ich weiß nicht, worum es geht, sonst auch niemand. Ich denke, das soll auch so bleiben. Genau so ist es. Gut, was macht man mit dem Abend heute noch? Und was sagen Sie vor allem zu Nikica Jelavic? Ist der auch schon wieder so ein Art neuer Superstar in Wien? Der Nikica hat unheimliche Qualitäten im Training immer wieder bewiesen. Er hat es am Anfang ein bisschen schwer gehabt mit der Fitness, eine kleine Verletzung und natürlich auch mit der Sprache. Aber mittlerweile ist er ein wahnsinnig guter Fußballer und das zeigt er immer wieder. Und er hat sich jetzt einfach verbindet, hat vom Trainer die Chance bekommen. Aber ich glaube, mit Jimmy habe ich am Anfang auch sehr, sehr gut harmoniert. Und das ist ihm natürlich vorgefallen, dass wir einfach super drauf waren. Und war natürlich schwer zum Reinkommen. Aber jetzt hat er seine Chance bekommen und nützt sie eiskalt mit 3 Toren heute. War eine fantastische Vorstellung. Und ich glaube, das dritte Tor, was er gemacht hat, war Weltklasse. Und das mit dem Abend? Ja, es waren 4 gute Freundinnen von mir da, 2 gute Freunde. Ich gehe jetzt in Ruhe duschen, auslaufen, dann esse ich eine Kleinigkeit. Und um 11 muss ich im Bett sein, hat meine Mutter gesagt. Dann Mahlzeit und Prost. Danke. Vielen Dank. Naja, dann werden die 4 Freundinnen traurig sein heute, Andi Herzog. Wir sind nicht traurig, wir haben erkannt, das ist keine Tätowierung, ist nur ein Schweißband. Ein Schweißband, Gott sei Dank, ja. Oder? Das weiße Schweißband präsentiert. Also Stefan Meierhofer heute 2 Tore gegen Altach. 3 Tore hat Nikica Jelavic erzielt und auch die Altacher hätten beinahe schon nach 15 Sekunden im Hanapi-Stadion getroffen. Schauen Sie sich noch einmal diese Möglichkeit an für Oliver Matle. Da hätte Altach in Führung gehen können. Andi, Sie haben in der Pause gemeint, trotzdem hätte Rapid dieses Spiel gewonnen. Ja, ich habe nicht gesagt, sie hätten es trotzdem gewonnen. Ich habe gesagt, sie hätten dann versucht, so schnell wie möglich den Ausgleich zu erzielen. Und wahrscheinlich hätten sie sich auch durchgesetzt, aber das Spiel wäre ganz anders verlaufen, weil einfach die Altacher mit einem 1-0 im Rücken ganz anders auftreten hätten können. Und so waren sie gleich nach 15, 20 Minuten 2-0 in Rückstand und dann war das Spiel schon entschieden. Und in der Situation, in der sie jetzt momentan stecken, muss man einfach so eine Chance ausnutzen. Man muss ja den Ball nur 1-2 Meter mitnehmen und dann viel schärfer abschließen.
Altach hat heute im 16. Saisonspiel in der Bundesliga die 13. Niederlage kassiert. Sind die Vorarlberger einfach die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga? Ja, momentan ist es so, dass sie mit Kapfenberg die schlechteste Mannschaft sind. Aber was mir bei ihnen trotzdem gefällt, ist, dass sie, obwohl sie relativ hoch hinten sind, dass sie immer wieder versuchen mitzuspielen. Das macht sie natürlich auch dann in der Defensive ein bisschen anfälliger. Und umso wichtiger ist eben dann, wenn man zu seiner Chance kommt, noch bei 0-0, die zu nutzen. Und wenn du das dann vergibst, dann wird es ganz, ganz schwer. Aber insgesamt haben die Altacher in dieser Spielzeit bereits 47 Tore kassiert. Der Trainer Urs Schönenberger live im Hanapi-Stadion bei Jöckne. Ja, und er wollte heute aus Wien etwas mitnehmen, bestenfalls natürlich 3 Punkte, auch wenn der Gegner heute nicht so richtig mitspielt, haben Sie, Urs, vorher gemeint. Wie blöd war es, dass der Gegner heute genau das gespielt hat, was er kann? Ja gut, wenn ich die Chance gesehen habe, wo wir zum 1-0 erzielen müssen, dann wäre das Spiel wieder anders gelaufen. Aber es ist in jedem Spiel das Gleiche. Wir haben die 100%igen Torschancen, wir machen nicht. Machen sie nicht und nachher werden wir bestraft durch Eigenfehler. Das erste Tor wäre wieder zu verhindern gewesen. Und nachher haben sie es einfach gehabt gegen uns. Sie haben uns ein bisschen vorgeführt. Wir konnten dann nochmals mit dem Penaltitor, wo ein schöner Angriff war, konnten wir nochmals ein bisschen Hoffnung machen. Aber nachher hat Mayhofer nochmals das 5-1 geschossen und da war fertig für uns. Sie haben gesagt, die Offensive ist eine Baustelle bei Altach. Ist der richtige Hund nicht eigentlich in der Defensive begraben? Ja, nein, an beiden Orten sicher. Das habe ich auch heute wieder gesehen. Wir haben eine 100%ige Torschance und wenn wir die Tore nicht erzielen, bekommt man sie meistens. So war es heute. Und heute haben wir wieder Fehler auch hinten gemacht, das ist ganz klar. Aber angefangen hat es schon weiter vorne. Und wenn man nicht kommuniziert, ich sage es immer den Spielern, wir müssen einander helfen, wenn einer alleine ist, müssen wir rufen. Und das haben wir nicht gemacht, darum ist das 1-0 gekommen. Und das war das Ärgerliche. Beginnen tut es bei den Stürmern, enden tut es in diesem Fall dann beim Goalie. Wie war Andreas Michel Ihrer Meinung nach heute drauf? Durchschnittlich oder unterdurchschnittlich? Nein, wir wissen, was er für ein Problem hat. Er hat ein Problem, er kann die Abschläge noch nicht machen mit dem rechten Fuß. Aber sonst hat er einige Sachen gehalten, wo ich wieder überrascht war. Wenn ich das letzte Tor sehe, wie er den Freistoß rausgeholt hat aus der Ecke und nachher schlafen die Mitspieler und helfen ihm nicht und der Ball kommt wieder in den 16er und der andere, der Mayhofer kann nur einköpfen und wir sind nicht bei den Leuten. Dann ist nicht der Torhüter die Schuld, sondern die Abwehrspieler und diese Zuteilung haben wir gemacht, wer verantwortlich ist für Mayhofer. Trotzdem, wie fit ist er, wenn er nicht ganz fit ist? Wie sehr kann er helfen? Und drittens, was wird Mario Krasnitzer dazu sagen? Ja gut, der wird natürlich schon seine Sache denken. Aber wie gesagt, wenn ich ihn sehe im Training, der Michel gegenüber dem Krasnitzer, dann muss ich nicht diskutieren, wer im Tor steht. Kümmern Sie sich um Ihre Baustellen und kommen Sie gut heim, Urs Schönenberger. Vielen Dank. Thomas, wieder bitte. Ja, klare Worte von Urs Schönenberger. Keine guten Zeiten für Mario Krasnitzer, Alter. Es ist so. Ich meine, wenn ein Trainer am Platz steht und das Training sieht, kann man sich ein gutes Urteil über die Spieler bilden und dann wird am Wochenende auch so aufgestellt. Und wir von der Ferne können das natürlich schwer beurteilen. Tatsache ist, dass halt das 2-0 entstanden ist, weil ihm der Michel den Ball nicht wegschießen hat können. Aber trotzdem hat er einige tolle Paraden gezeigt, sonst wäre das Spiel noch höher ausgegangen. Sehen Sie irgendwo Licht am Ende des Tunnels für die Altacher? Was kann sich in den nächsten Wochen bis zur Winterpause noch verbessern? Ja, der größte Trost, wenn wir schon von James Bond reden, ist, dass es in der Liga noch Kapfenberg gibt und momentan auch noch Mattersburg. Also alle drei Mannschaften hinten, die gewinnen einfach keine Spiele mehr. Und durch das ist noch alles möglich für jeden Einzelnen. Und darum muss man auch immer wieder das Positive heraussuchen, auch wenn es ganz, ganz schwer ist, in einer Niederlagenserie da was Positives zu finden. Aber es ist unten noch nichts entschieden, es ist vorne noch nichts entschieden. Also es bleibt spannend. Ein Quantum Trost braucht heute natürlich auch der Rapid-Trainer nicht. Dabei wäre ja Jörg Künne der Richtige, um Peter Backholt Trost zu spenden. Jedenfalls wollte der Rapid-Trainer im Vorfeld dieser Partie nicht schon vorher über die Höhe des Sieges gegen die Altacher sprechen. Peter Backholt, wollen wir jetzt tun? Ist der Sieg zu hoch ausgefallen, zu niedrig oder passt er so, wie er ist mit dem 5-1? Na, man muss einen Gegner respektieren, Tatsache es immer so leicht machen. Und einfach im Vorfeld wird immer schon dann vielleicht um Höhen und was ich was gesprochen. Man muss jeden Gegner erst einmal ein Tor machen und der Gegner wehrt sich ja mit allen Mitteln. Aber das, wie die Mannschaft heute das bewältigt hat, diese
von allen, auch von mir natürlich erwarteten Sieg, hat sie bravourös gemacht. 5 Tore im eigenen Stadion wieder einmal geschossen, ist auch sehr, sehr wichtig, auch für unsere Fans. Wir haben in den letzten Auswärtsspielen, glaube ich, 7 Tore gemacht, aber leider halt es nur auswärts. Und jetzt endlich haben wir daheim wieder einmal sehr überzeugend gespielt und das ist natürlich vor dem Derby natürlich sehr, sehr wichtig. Wieso eigentlich leider? Auch über das Derby wollten Sie vorher nicht reden. Gut, das ist eigentlich auch klar. Reden wir jetzt drüber. Wie sehr freuen Sie sich darauf und wie sehr freuen Sie sich darüber, dass 3 Schlüsselspieler nicht gesperrt sein werden, die gelb vorbelastet noch immer sind? Ja, an das denke ich vor einem Spiel nicht. Das ist, müssen die Spieler, so glaube ich, müssen die Spieler, vor allem weil sie ja routinierte Spieler sind, die was, glaube ich, gelb belastet sind. Aber ich rede prinzipiell immer vom nächsten Schritt. Der nächste Schritt war heute für uns Alltag. Da muss die Konzentration darauf liegen, denn mit einem Erfolgserlebnis gestern natürlich anders am Dienstag in diese Spielreihe. Natürlich freue ich mich natürlich schon wieder auf dieses Derby. Es ist immer wieder was Besonderes, egal jetzt als Spieler oder als Trainer. Und natürlich mit diesen letzten Wochen können wir natürlich auch sehr gestärkt nach Favoriten fahren. Und ja, und ich hoffe, dass wir dort dementsprechend unsere Serie halten können. Werden wir schauen, was am Dienstag rauskommt. Lange, 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 ewig lange Zeit hat Niki Zajelavic gebraucht. Jetzt hat er eingeschlagen. Wie klar war Ihnen das eigentlich von Beginn an? Ich sage es immer wieder, dass in einer, wenn Spiele im Sommer kommen, bei den einen geht es schneller, bei den anderen dauert es ein bisschen, diese Anpassung. Man muss die ganzen Umstände immer hernehmen. Wir haben ja, muss mich halt leider wiederholen, eine extreme Vorbereitung, eine schwierige Vorbereitung gehabt. Wir haben in 3 Gruppen eigentlich eine Vorbereitung gestalten müssen, wo der Niki von Anfang an dabei war. Aber da waren 6 im Spieler nur anwesend, bis dann die restlichen alle dazugekommen sind. Dann diese Eingewöhnungsphase, natürlich dann so schnell wie möglich schauen, dass man die ersten 11 findet oder die ersten 12. Und das hat beim Niki halt ein bisschen länger gedauert. Aber es war mir klar, weil ich sicher mir jeden Tag beim Training, dass er seinen Kopf bestärkt, die, was wir ja auch sehr brauchen, vor allem in Heimspielen, dass die irgendwann kommt. Und wie gesagt, ich bin auch, es freut mich auch jetzt für ihn, dass er endlich die Tore heute auch gemacht hat, die, was man von ihm erwartet hier, die, was auch ich erwarte. Aber natürlich ist es für einen Trainer immer schwierig, wenn du nur auf der Bank dementsprechend nur Offensivspieler hast, wann irgendwas brennt. Und ja, und es freut mich natürlich jetzt für Niki, aber natürlich ist das eine gute Konkurrenz für die anderen beiden Stürmer. Jubel im Hanapi-Stadion. Rapid schlägt Altach mit 8:1 und ist damit neuer Tabellenführer in der Tipp-3-Bundesliga, zumindest bis morgen, weil Salzburg ja morgen, Sie haben es gerade gesehen, in Mattersburg gastiert. Willkommen zurück im Premiere Fußballstudio. An meiner Seite nach wie vor unser Experte Michael Konsel. Und Sie haben schon vor dem Spiel einen Kantersieg Rapid prognostiziert. Warum haben Sie recht behalten? Warum habe ich da? Weil sich die Altacher genauso präsentiert haben, wie ich eigentlich erwartet habe, dass sie viel zu sehr mitspielen wollen. Das geht einfach nicht gegen Rapid, weil das einfach die bessere Mannschaft ist. Und dann war es eigentlich ein Spiel für Selbstvertrauen. Also für einfach eine Harakiri-Reaktion der Altacher? Ja, also man war nicht darauf aus, jetzt einmal defensiv zu stehen und vielleicht einmal ein 0:0 halten und dann vielleicht ein Kontertor zu schießen, sondern im Gegenteil, man ist ausgekontert worden. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, aber vielleicht hat man das im Vorhinein sich schon gedacht, zu gewinnen gibt es eh nichts, machen daraus eine Trainingspartie, versuchen wir mitzuspielen. Ja, den Zuschauern hat es gefallen, den Stürmern von Rapid sowieso. Also es war was für Selbstvertrauen. Ja, es gab aber nur eine einseitige Partie am heutigen Abend in der Bundesliga, nämlich jene im Hanapi-Stadion. In den anderen beiden Stadien ist es ziemlich spannend, ziemlich eng zugegangen. Vor allem in Ried beim Oberösterreich-Derby. Last-Minute-Elfmeter-Tor durch Erwig Drechsel für die Rieder zum 1:0-Sieg gegen den LASK. Der LASK verliert zum 9. Mal in Folge und die Austria gewinnt in Kapfenberg mit 2:1. Rapid also neuer Tabellenführer. Zumindest bis morgen. Punkte gleich jetzt mit Salzburg um 5 Tore. Das bessere Torverhältnis haben die Rapidler. Sturm spielt ja an diesem Wochenende nicht und die Austria macht auch wichtige 3 Punkte heute in Kapfenberg. Ganz wichtige Punkte sogar für die Austria. Wobei
Kapfenberg sich wahrscheinlich einen Punkt verdient hätte. Kapfenberg bleibt damit weiterhin bei 15 Punkten. Mattersburg hat morgen die Chance zu punkten gegen den Vizemeister, gegen Salzburg. Und für die Altacher schaut es natürlich gar nicht gut aus. 58 Gegentore, eigentlich eine Katastrophe. Und es gab zwei dreifache Torschützen heute im Hanapi-Stadion. Die beiden Rapid-Stürmer Meier, Hoffer haben dieses Spiel wohl entschieden. Jimmy Hoffer, 3 Tore. Zum ersten Mal durfte er wieder von Anfang an spielen, nach längerer Zeit. 13 Saisontore mittlerweile für Jimmy Hoffer. 7 hat er gegen Altach erzielt, weil es gegen keine andere Mannschaft so einfach geht? Ja, es ist natürlich für den Stürmer wie für den Jimmy natürlich ein Traum, wenn man so viel Raum hat, weil er die nötige Antrittsschnelligkeit hat. Und wenn man den zu viel Raum gibt, dann nutzt er das beinhart aus und macht seine Tore. Auch dieses Tor hier ein Zeichen dafür, wie überlegen Rapid heute war? Ja, also es für mich hätte es zweistellig ausgehen können. So viele Chancen hat Rapid vorgefunden, so leicht hat es Altach den Rapidlern gemacht. Das sieht man hier, das kommt normalerweise nur im Training vor. Aber Rapid hat es angenommen, Rapid hat natürlich, die Stürmer haben sich wieder eintragen können in die Schützenliste. Und es gibt nichts Besseres und Schöneres, Tore zu schießen für die Stürmer. Bei diesem Tor, beim 7:1, gibt es ein wenig Diskussionen. Torschütze Hoffer oder doch Jelavic, der den Ball abgefälscht hat? Ich denke, Hoffer war es, oder? Ja, ist natürlich schwer zu sagen aus der Sicht, aber ich glaube, es war Jimmy. Er wird uns das dann wahrscheinlich sowieso bestätigen. Ich bin mir sicher, er bestätigt das jetzt gleich im Hanapi-Stadion. Und zwar Jörg Kühne und auch Stefan Meierhofer ist da. Bitte, meine Herren. Tja, und auch der Jimmy Hoffer, den sieht man vielleicht nicht, aber der war heute recht auffällig in dieser Partie. Ja, Meier, Hofer, Hoffer, gemeinsam, Stefan, ist das halt doch am schönsten, oder nicht? Genau so ist es. Jimmy macht immer wieder Spaß. Entweder haut er mir die Bälle her oder ich haue es immer wieder zur Seite. Aber heute hat es sehr, sehr gut funktioniert. Die ganze Mannschaft hat hervorragend gespielt, wir waren sehr, sehr gut eingestellt. Und ja, tut mir natürlich leid für die Altacher, das muss mit 8 ins Heim schicken. Also Jimmy, die Frage zum 7:1, ein Hoffer-Tor oder ein Jelavic-Tor? Keine Ahnung, ich habe einfach geschossen. Ich glaube, der Jella hat ihn noch angefälscht, aber es war ein Tor, das ist das Wichtigste. Und ja, wir haben, glaube ich, klar und verdient gewonnen und das zählt. Waren Sie 5-mal hintereinander Joker? Wie viel Frust hat sich denn wirklich schon aufgestaut in Ihnen oder eigentlich überhaupt keiner? Nein, überhaupt keiner. Ich habe es gesehen, dass ich ein bisschen ein Tief gehabt habe. Und ja, der Trainer hat mir heute wieder die Chance gegeben von Anfang an. Und ich glaube, dass ich es gut genützt habe. Und ja, werden wir schauen. Und Stefan Meierhofer hat 9 Punkte verlangt aus den letzten 3 Spielen. Man ist auf einem guten Weg. Sie sind mit Ihrer Prognose auf einem guten Weg. Aber sollten Sie nicht etwas vorsichtiger sein mit solchen Äußerungen? Nein, 3 Spiele, 9 Punkte, das ist unser Ziel. Und jetzt stehen noch 2 sehr, sehr schwere Spiele vor uns. Und ich glaube, wir haben heute gezeigt, dass wir im Angriffsfußball einiges zu bieten haben. Und ja, mit dem einen oder anderen Quäntchen Glück geht es sogar zweistellig heute aus. Aber wie gesagt, die Mannschaft heute wieder sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir machen dem Trainer noch mehr Kopfschmerzen, indem die Stürmer alle treffen. Aber die Mittelfeldspieler, die dürfen nicht oder wollen die vielleicht gar nicht heute. Steffen Hoffmann zum Beispiel. Ja, ich glaube, dass Steffen hat, ja, er hat heute Chancen gehabt. Aber ich glaube, dass er sehr wichtig war wieder für uns, über das ganze Spiel gesehen. Er hat uns die Pass wieder gegeben. Und ja, wir sind eine Mannschaft, wir haben die Tore gemacht und wir haben verdient gewonnen. Und das zählt. Und, ja. 20 Rapid-Tore in dieser Saison gegen Altach, 18 Tore Stefan Meierhofer, 13 Tore Jimmy Hoffer, 40 Punkte in der Tabelle. Wie sehr machen bei Rapid zurzeit Mathematikaufgaben Spaß? Ja, es ist, glaube ich, immer gut, wenn wir treffen und Punkte machen. Und ja, unser Ziel ist, wie der Stefan schon gesagt hat, aus den letzten 3 Spielen 9 Punkte. Jetzt haben wir noch 2 Spiele, jetzt sind noch 6 Punkte offen und die wollen wir holen. Stefan Meierhofer, ein Lupfer zum 2:0, aber was für einer. Ich habe sowas von Ihnen noch nie gesehen. Seit wann können Sie sowas? Ja, ich habe das einmal im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht, das kann ich auch mal probieren. Und somit war ein wichtiges 2:0, hat schön ausgeschaut. Und mein Danke an den Leo, der hat meine Schuhe putzt und er hat sehr, sehr gut gemacht. Und wie sehr und wie leicht können Sie heute 2 Rapid-Trikots entbehren? Nach 45 und nach 90 Minuten, je eines hergeschenkt. Als erste habe ich einen sehr, sehr guten Fotografen, der immer wieder hier ist und mir sehr, sehr gute Schnappschüsse schickt. Das habe ich ihm versprochen, schon vor 1-2 Wochen. Heute habe ich es natürlich mit 2 Toren, schenke ich es natürlich leichter her. Und das andere, beim Rausgehen hat der Tormann zu mir gesagt von Altach, er hat schon ein Trauma von mir, er sieht jedes Mal, wenn er schlafen geht, mein Gesicht. Und jetzt haben wir gedacht, okay, er wollte unbedingt das Trikot haben, natürlich schenke ich es ihm gerne. Jubel, Trubel, Meierhofer, Hoffer, Heiterkeit bei Rapid. Vielen Dank den beiden Herren. Vielen Dank. Und jetzt sind die beiden anderen Herren dran.
Ja, also Gratulation ins Hanapi-Stadion, Gratulation an die dreifachen Torschützen Jimmy Hofer und Stefan Meierhofer. Die Hofer-Tore haben wir schon gesehen, jetzt schauen wir uns natürlich in aller Ruhe noch die drei Treffer von Stefan Meierhofer an. Da waren wirklich schöne Tore dabei. Stefan Meierhofer hat 6 Tore in den letzten beiden Heimspielen erzielt. Trippelpack gegen den LASK, Trippelpack heute. Gegen Altach hat Meierhofer in dieser Saison immer zumindest einen Doppelpack erzielt. 25 Tore in 31 Bundesligaspielen. Eine bessere Quote, als sie einst der große Hans Krankl hatte, Michael Konzi. Ja, nur wie man da sieht, also die Altacher Verteidigung macht den Stürmern nicht wirklich schwer. Muss man auch erst nutzen, die Chancen. Wie dieser Schupfer natürlich sehr schön war, aber bei dem vorigen Tor, da Jimmy Hofer wunderbar aufgespielt hat. Aber die Verteidiger stellen sich wirklich nicht sehr gut an. 8:1 Sieg heute für Rapid, der höchste Sieg der Grün-Weißen in der Bundesliga seit Jahrzehnten. War Rapid heute so gut oder war Altach einfach viel zu schwach? Altach war defensiv sehr schwach und Rapid ist einfach eine Mannschaft, die das Beinhart ausnutzt, die solche Schwächen einfach sieht, ausnutzt. Dazu haben sie die Klasse, die Stürmer, die einfach diese Chancen verwerten, Beinhart, eiskalt. Und darum kommt es auch zu so einem hohen Ergebnis, wenn man die Stürmer so frei teilweise lässt. Also 2:7, 1:5 und 1:8. So spielte Altach in dieser Saison gegen den Meister, gegen Rapid. Und damit ist das Altacher Abwehrtorso auch wirklich belegt. Altach verliert also auch das dritte Saisonspiel gegen Rapid. Gesamtscore 4:20. 58 Gegentore musste Altach in den ersten 20 Runden dieser Saison hinnehmen. Nie kassierte ein Verein mehr Gegentore in den ersten 20 Runden. Vorwärts Steyr hat, glaube ich, einmal 56 kassiert in den ersten 20 Runden. Spielt so ein Absteiger, Michael Konzl? Ja, vielleicht hat der Trainer die Gelegenheit, da noch was dazu zu sagen, zu dieser Taktik. Er hört uns schon zu. Für sich ist es schon sehr naiv, dass man teilweise so auftritt im Hanapi-Stadion gegen eine starke Rapid-Mannschaft. Aber vielleicht war es wirklich nur ein Trainingsspiel für Altach, keine Ahnung. Also Jörg Kühne wird das jetzt für uns herausfinden im Gespräch mit dem Altach-Trainer Medu Schönenberger. Ja, und der war bisher zweimal hier in Hütteldorf, einmal 1:5, heute 1:8. Urs Schönenberger, wie sehr hassen Sie diesen Ort schon, diese Farbe, dieses Grün? Ja, ich hasse es nicht. Ich freue mich immer, wenn ich da spielen oder als Trainer einlaufen darf. Und ich habe es an meinen Spieler auch so weitergegeben. Wir haben das schönste Stadion, Fußballstadion. Wir haben den schönsten Rasen in der Bundesliga. Also alles stimmt. Aber ich weiß nicht, meine Mannschaft, wenn sie hier reinlaufen, dann haben die alle die Hosen voll, da ganz klar. Jetzt weiß ich ja, dass die Abseitsfalle eine ihrer Spezialdisziplinen ist, aber darf man so gegen Rapid, darf man so gegen einen Jimmy Hofer, der 40 km/h drauf hat, spielen? Nein, wir wollen nicht auf Offside spielen. Wenn natürlich die Stürmer ins Offside laufen, dann müssen wir sie laufen lassen. Weil wir haben nicht die schnellen Leute, damit wir ihnen nachlaufen können. Auch wenn wir mit ihnen starten, sind der Gegner immer schneller. Und heute haben wir, ich glaube nicht das erste Tor war nicht von der Offside-Falle. Da haben wir geschlafen und beim zweiten Tor, das ist auch entscheidend gewesen, haben wir den Ball hingelegt, dem Meierhofer, dass er das Tor fast machen muss. Das sind individuelle Fehler und ich weiß nicht, wieso, dass wir nach diesen zwei Siegen mit diesem Selbstvertrauen, wo wir hierher gekommen sind, so die Hosen voll gehabt haben. Also wie ist das jetzt mit dieser Frage, ob so eben ein Absteiger spielt oder eben doch nicht? Ja, nein, wir wissen auch, dass wir nicht gegen Rapid Punkte holen müssen oder können. Es wird immer schwer. Jeder Gegner, der hier spielt, der wird schwer haben. Aber wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Und wenn wir 8:1 verlieren, dann ist das wieder schlecht für das Selbstvertrauen. Jetzt diese Woche muss ich wieder nur sprechen, dass wir uns gut vorbereiten auf das Kärntenspiel. Am nächsten Samstag haben wir wieder ein Heimspiel. Und da wollen wir diese Macht von den letzten zwei Heimspielen zeigen. Und wir müssen auch punkten gegen Kärnten und wir spielen zu Hause, aber heute, das geht unter Arbeitsverweigerung. Ja, und eine wie brutale Watsche in Ihr Gesicht ist so ein 1:8, das klingt ja schon ganz furchtbar. Ja, ich habe gesagt zu der Mannschaft in der Halbzeit, wir sind hinten, wir wollen kein Tor mehr bekommen, wir schießen nach der Pause gerade ein Tor, aber in der Gegenbewegung oder im Gegenangriff bekommen wir wieder ein Tor und am Schluss haben wir uns vorführen lassen und man hat die Qualitäten gesehen von diesen Spielen auch bei Rapid, das muss man anerkennen. Die Heimfahrt wird sehr, sehr lang. Ist der iPod aufgeladen?
Ja, wir fliegen morgen nach Hause, aber normal müssen wir nach Hause laufen. Okay, alles klar. Vielen Dank, Urs Schönenberger. Also Urs Schönenberger sichtlich gezeichnet nach der 1:8 Niederlage seiner Truppe heute im Hanapi-Stadion, war die höchste Bundesliga-Niederlage für die Vorarlberger. Dreimal Hoffer, dreimal Meierhofer und zweimal hat sich heute bei Rapid auch Nikica Jelavic in die Schützenliste eingetragen. Jelavic, Meierhofer, Hoffer, hat Rapid einfach drei Klasse-Stürmer, Michael Konzl? Ja, sehe ich schon so, dass sie da sehr gut besetzt sind. Wobei ich mich wiederholen muss, es wird ihnen nicht wirklich schwer gemacht. Ja, weil der Jelavic kommt offensichtlich auch immer besser in Form. Ja, also, er wird eigentlich pro Einsatz, er wird immer stärker, wenn er eingesetzt wird. Und nur das sind Tore, die man machen muss. Also das sind jetzt keine schweren Situationen, sondern er ist ganz frei und hat das ganze Tor vor sich. Also den muss er schon reinmachen.